Zusammen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zweikennig, muss man ausdrücklich begrüßen. Für die Gewerkschaft Verdi begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Bildungsveranstaltung, auf der wir uns vorgenommen haben, gemeinsam eine Zeitreise in die Geschichte und diesmal insbesondere in die Geschichte der Gewerkschaften zu machen. Die Gewerkschaften haben eine sehr wechselvolle Geschichte, aber wir haben diesmal, können wir uns ganz sicher in diese Ebenen vorwagen, weil wir haben eine gute Lotsin hier an Bord, die uns durch diese Gewässer durchlotsen wird. Ich begrüße ganz herzlich unsere Referentin des heutigen Abends, die stadtbekannte Historikerin Nadja Benwitz. Sei herzlich willkommen. Uns allen ja bekannt, sie ist ja nicht nur eine professionelle Historikerin, sondern sie wagt immer wieder den weiblichen Blick auf die Geschichte und dieser gelingt ihr meiner Einschätzung nach sehr kenntnisreich, sehr humorvoll und sehr gelungen. Ich höre sie sehr gern und ich freue mich jetzt auch auf den heutigen Abend. Die Geschichte von Frauen in den Gewerkschaften soll heute das Thema sein und wir begeben uns damit auf eine Spurensuche. Ja, es stimmt schon. Auch in dieser oft traditionellen Männerdomäne Gewerkschaften haben seit ihrer Gründung Frauen ihre Spuren hinterlassen. Wenn wir uns die Mühe machen, genau zu recherchieren und zu suchen, finden wir allerorten die Spuren ihrer Persönlichkeiten, die Spuren ihrer Kämpfe um Gleichberechtigung, ihrer Kämpfe um das Recht auf Arbeit und Bildung und Zugang zum öffentlichen Leben. Und neben den Kämpfen um die Daseinsvorsorge verbindet gewerkschaftliche Frauen immer vorrangig auch den Kampf gegen die Ausbeutung, der Kampf gegen den Widerstand gegen das Kapital. Und wie das gelungen ist, auf der einen Seite den Kampf gegen das Kapital zu führen und gleichzeitig sich gegen patriarchalische Herrschaftsverhältnisse zur Wehr zu setzen, ist ein Geheimnis für sich und vielleicht kommen wir heute dazu, dieses auch etwas zu lüften. Wir finden also in der Geschichte die Widerstände und die Kämpfe von Frauen und natürlich auch ihre Erfolge, die Erfolge, auf denen wir heute immer noch mit festen Füßen stehen können. Ja, Nadja, ich denke, du wirst uns recht geben. Die Frauen in den westlichen Industrieländern können auf gesicherte Rechte und auch große Chancen in ihrer Erwerbstätigkeit zurückgreifen. Aber solange 40% der Rentnerinnen in Armut leben, solange gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei uns noch nicht gesichert ist, solange es immer wieder auch Übergriffe über Frauen gibt und Migrantinnen auf der Flucht und vor Vertreibungen flüchten, ich denke, so lange können wir von der Emanzipation des weiblichen Geschlechts bei uns auf der Erde kann noch keine Rede sein. Das ist jetzt eine kleine Einführung gewesen. Jetzt freue ich mich mal auf den Vortrag bezüglich der Zeitreise zu Frauen in der Geschichte der Gewerkschaften. Und du hast jetzt das Wort. Danke sehr. Musst du das noch rumgeben? Ja. Der Vorschlag, wir machen doch gleich zwei Veranstaltungen draus. Und da habe ich abgewunken und habe vollmundig gesagt, nee, ich mache da so einen Durchzieher von den Anfängen bis jetzt. Und die Gewerkschaft hat recht gehabt. Es ist mir also nicht gelungen, diese Fülle der Ereignisse, Entwicklungen und auch sehr bemerkenswerten Persönlichkeiten in einen Vortrag zu packen. Das heißt, ich höre auf zu einem Zeitpunkt, an dem vielleicht einige von Ihnen sagen würden, jetzt hört es auf, obwohl es dann eigentlich spannend wird, also Anfang der 80er Jahre. Aber ich darf schon darauf hinweisen, also Ingrid, Elli und ich, wir haben vor, eine Fortsetzung zu machen im Herbst, wo es dann wirklich vertiefter nochmal um die Kämpfe, Initiativen, Bewegungen der 70er, 80er und 90er Jahre gehen wird. Von daher hoffe ich, dass ihr das alle genauso spannend findet wie ich. In der Vorarbeit, die ich hier gemacht habe, also die Ergebnisse, die jetzt daraus gekommen sind, weil ich fand das ungeheuer bereichernd, mich damit zu beschäftigen. So. Bei der Aussperrung der Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter der Nürnberger Maschinenfabrik Union 1906
hatten sich für einige Tage mehrere tausende Menschen an der Regensburger Straße eingefunden. Die Auseinandersetzungen mit den herbeigerufenen Schutzleuten wurden Tag für Tag härter. Schließlich setzten diese Säbel ein und schossen Schreckschüsse in die Luft, was dann mit Steinwürfen von Seiten der Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter beantwortet wurde und ein Schutzmann berichtet. Ich erhielt von einer mir unbekannten Frauenperson, welche mit noch mehreren Personen in der Steinlagerungsplatzecke Dürnhofstraße, Stephansbrasse sich aufhielt, einen Wurf mit einem Backsteinbrocken auf die linke Hand. Ich wurde durch diesen Wurf am kleinen Finger derart verletzt, dass dieser blutete und die Hand anschwoll. Ärztliche Hilfe nahm ich nicht in Anspruch und wurde auch nicht dienstunfähig. Es wurden sodann die Personen, die sich zum Zweck des Werfens mit Steinen nach den Schutzleuten noch in dem Steinlagerungsplatz aufhielten von uns und noch mehreren Schutzleuten aus demselben verjagt. Fragliche Frauenpersonen, welche mir den Steinwurf beibrachte, konnte ich bis jetzt nicht ermitteln. Ja, armer Schutzmann. Arbeiterinnen standen als Streikposten mit ihren Kollegen vor den Fabriken, versuchten Arbeitswillige von der Arbeitsniederlegung zu überzeugen und das mal argumentativ und mal eben handgreiflich. Sie besuchten die Streikveranstaltungen und hielten währenddessen auch öffentliche Reden und das, obwohl sie bei einem Streik aufgrund ihres geringeren Lohnes ja auch weniger Streikgeld erhielten. Engagierten sich also Frauen bei Streiks und Aufständen, muss ihr Einsatz höher bewertet werden, als dies in der Forschung bislang geschehen ist. Nicht die Frage, ob und wie viele Frauen denn an solchen Arbeitskämpfen beteiligt waren, ist also von Bedeutung, sondern dass sie überhaupt eine Beteiligung angestrebt haben. Und damit wären wir mitten der Frage der Organisierung der Arbeiterinnen und ihrer Arbeitskämpfe angelangt. Während der Agrarkrise des 19. Jahrhunderts flüchteten viele Menschen vor den prekären Verhältnissen in den ländlichen Regionen in die entstehenden Industriestädte. Nürnberg konnte seine Bevölkerungszahl aus dem Grund zwischen 1840 und 82, also im Rahmen von 4 Jahrzehnten, verdoppeln. Und während man bei den Männern meist von einer Chancenwanderung spricht, die also einen sozialen Aufstieg nach sich ziehen konnte, war es bei den Frauen in der Regel eine erzwungene Migration. Wie Flugsand, das ist also ein Begriff aus der Geschichtswissenschaft, trieb es sie von einer schlecht bezahlten, minder qualifizierten Tätigkeit in die nächste. Und dennoch hatte die Neuorganisation der Arbeit in der Frühphase der Industrialisierung in Deutschland, also der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zunächst eine Chance für Frauen dargestellt. Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, wie sie in den protoindustriellen Manufakturbetrieben, auch noch der frühen Neuzeit üblich gewesen war, wurde jetzt aufgeweicht und auch die männlichen Zeitgenossen wussten, es gibt nur wenige Arbeiten, die nicht gleichwertig von Frauen wie Männern besorgt werden können. Unabhängig eines Mannes konnten Frauen in der Stadt eine Arbeit in der Fabrik finden, unabhängig eines Mannes hier ihr Geld verdienen. Es war also nicht mehr der Vater, der allein für die Gesamtleistung der gesamten Familie in einer Werkstatt bezahlt wurde, nicht mehr die Arbeit einer Familie wurde zusammengelegt, sondern jetzt war es der Lohn. Die Industrialisierung gefährdete also in ihrer Anfangszeit die traditionelle Arbeitsteilung. Unter den veränderten Produktionsbedingungen war es zunächst nicht mehr klar, was Frauen- und was Männerarbeit war. Und dies schlug sich vorübergehend auch in der Organisierung der Arbeiterschaft nieder. Die Anfänge des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses sind in der sogenannten Arbeiterverbrüderung von 1848 zu suchen, der ersten überregionalen gewerkschaftlichen Organisation. Und diese Arbeiterverbrüderung setzte sich trotz ihres Namens insbesondere auch für den Zusammenschluss der Arbeiterinnen ein. Das Verbot dieser Arbeiterverbrüderung schon 1854 setzte diesen frühen Versuchen
aber wieder ein baldiges Ende. Letztlich lediglich das System der Unterstützungskassen, das also zu jener Zeit bereits begründet wurde, blieb erhalten und wurde weiterentwickelt. Und erstmals wurden auch diesbezügliche Arbeiterinnenvereine gegründet in Berlin und in Breslau. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte auch die bürgerliche und sozialkritische Frauenrechtlerin und Begründerin der ersten deutschen Frauenbewegung, Luise Otto Peters, Vereine für Arbeiterinnen, Näherinnen und Dienstbotinnen begründet. Und sie veröffentlichte die Schrift »Das Recht der Frauen auf Erwerb« und sie erhielt darin Unterstützung der entstehenden Arbeiterbildungsvereine und des jungen August Bebel. In den 1860er Jahren war der Einbezug der Arbeiterinnen also in die gemeinsame Organisation noch weitgehend Konsens. Und als 1869 die ersten Gewerkschaftsverbände entstanden, waren hierin selbstverständlich Arbeiterinnen organisiert. Doch als ein Jahr nach der Reichsgründung, also 1872, die Union der Gewerkschaften gegründet wurden, sprach diese sich dafür aus, Zitat, gegen alle Frauenarbeit in den Fabriken und Werkstätten zu wirken und dieselbe abzuschaffen zu suchen. Dies stellte also erstmal einen enormen Rückschritt für die Arbeiterinnen dar. Hintergrund für dieses Vorgehen war, dass die Union nicht den fortschrittlichen Ideen August Bebels folgte, sondern den Lasallianern, die da meinten, dem Mann den vollen Ertrag seiner Arbeit gewährleisten, heißt für uns auch, die Lage der Frauen zu verbessern. Nur die Lage der arbeitenden Männer zu heben, ohne die Frauen des Arbeiterstandes als Subjekt in den Fokus zu nehmen, war nicht im Sinne der bürgerlichen und sozialistischen Frauenrechtlerinnen, die in den 1870er Jahren dann gesonderte Arbeiterinnenvereine gründeten. Einschränkend für ihre Arbeit war lediglich das restriktive Vereinsgesetz, das es Frauen seit der gescheiterten 1848er Revolution untersagte, in politischen Vereinen tätig zu sein. Frauenspersonen und Minderjährige können weder Mitglieder politischer Vereine sein, noch den Versammlungen derselben beiwohnen. Das Sozialistengesetz, also dieses Gesetz hier gilt bis 1908 und das Sozialistengesetz von 1878 bis 1890 schränkte bekanntlich die politische Arbeit der gesamten Arbeiterklasse enorm ein. Und zu jener Zeit waren in Industrie und Gewerbe ca. 550.000 Frauen beschäftigt. Das machte insgesamt ca. ein Achtel der gesamten Industriearbeiterschaft aus. Zählt man dann aber noch die Heimarbeiterinnen hinzu und die selbstständig arbeitenden Näherinnen, Schneiderinnen, Putzmacherinnen und Plätterinnen, dann betrug die Zahl der außerhäuslich erwerbstätigen Frauen über 1 Million, also 18,5% aller Frauen. Ihre Organisierung nicht in Betracht zu beziehen, wie die Union es also vorsah, war somit vollkommen unrealistisch. Obwohl die Organisierung der Arbeiterinnen von Seiten des Staates erschwert wurde, erhielten die federführenden Initiatorinnen von Seiten der Arbeiterinnen doch großen Zuspruch. Und es war zunächst Gertrud Guillaume-Schack, die Zeitschrift Die Staatsbürgerin herausgab. Diese wurde kurze Zeit später wieder verboten mit der Begründung, sie würde zum Klassenhass aufreizen. Und Nachfolgezeitungen waren dann ab 1890 die Arbeiterin, von herausgegeben und gegründet von der Sozialdemokratin Emma Ira. Diese wurde 1891 dann abgelöst durch die Gleichheit und nach Emma Ira übernahm Clara Zetkin, die schon zuvor als Chefredakteurin in der Gleichheit tätig war, auch die Herausgeberinnenschaft und prägte diese Zeitung also bis 1917. Emma Ira, die Herausgeberin der Zeitschrift Die Arbeiterin und später der Gleichheit, sprach auf dem Pariser Sozialistenkongress 1889. Das war ein sehr wichtiger Kongress, bei dem die zweite Sozialistische Internationale gegründet wurde und auf den die 1. Mai-Feier zurückzuführen ist. Hier waren 400 Delegierte aus 20 Ländern anwesend und Emma Ira forderte: Es ist also die Pflicht aller Sozialisten, den Frauen bei dem Werk ihrer Organisation zu helfen. Der Einwurf, dass die Frauen noch zu saumselig sind, um die Wichtigkeit eines Zusammengehens zu begreifen, ist nicht stichhaltig.
Auch die Arbeiter waren nicht überall auf der Höhe der Entwicklung, die sie heute bekunden. Auch für sie hat es alle Anstrengungen bedurft, damit sie zur politischen Reife und zur Organisation gelangten. Die Arbeiterinnen allerwärts zeigten die besten Anlagen, um in den Lauf der Arbeiterbewegung einzutreten, aber es muss der Boden besät werden. Der Kongress allerdings konnte sich nur auf einen unverbindlichen Aufruf einigen, Arbeiterinnen doch in die Gewerkschaften aufzunehmen. 1890 wurden in Deutschland die Sozialistengesetze aufgehoben. Die gewerkschaftlichen Einzelorganisationen schlossen sich nun zur sogenannten Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zusammen und entwickelten sich zu einer Massenorganisation. Die Männer zeigten zu diesem Zeitpunkt zunehmende Bereitschaft, Frauen die Gewerkschaften aufzunehmen, da aufgrund der staatlichen Repression eben in Zeiten der Sozialistengesetze die Mitgliederzahl rückläufig gewesen war und auch die Gewerkschaftsarbeit stagniert hatte, weshalb Frauen also nun erstmal willkommen waren. Der Anteil der Arbeiterinnen an der gesamten Arbeiterschaft war auch erheblich gestiegen. 1895 wurden 6,5 Millionen erwerbstätige Frauen gezählt und 1907 waren es dann schon 9,5 Millionen. Die Forderung nach einem Frauenverbot war dadurch eigentlich obsolet geworden. 1890 fand eine Gewerkschaftskonferenz statt, an der 77 Delegierte einzelner Gewerkschaften teilnahmen, darunter 9 Frauen. Als geschäftsführendes Organ dieser freien Gewerkschaften wurde eine Generalkommission bestehend aus 7 Mitgliedern gewählt, als einzige Frau Emma Ira. Den Vorsitz übernahm Karl Legien. Die Generalkommission organisierte 2 Jahre später, 1892, einen ersten Gewerkschaftskongress und hierbei wurde Wilhelmine Kähler vom Verband der Fabrik- und Handarbeiterinnen in die Generalkommission gewählt und beim nächsten Kongress dann auch noch ein zweites Mal. Aber schon beim dritten Gewerkschaftskongress, das war dann kurz vor der Jahrhundertwende, 1899, erhielt keine der Kandidatinnen die ausreichende Stimmenmehrheit, sodass also bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges in der Generalkommission, also in dem Gesamtverband der freien Gewerkschaften, keine Frau vertreten war. Und das, obwohl sich Kandidatinnen zur Wahl gestellt hatten, wie etwa Paula Thiede. Paula Thiede, die als der weibliche Kern der heutigen Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gilt, war die Vorsitzende des Verbandes der Buch- und Steindruckerei Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands. Sie hatte schon in Jugendjahren als Hilfsarbeiterin in einer Druckerei arbeiten müssen, um sich, ihre Geschwister und ihre verwitwete Mutter durchzubringen. Auch sie selbst wurde bereits mit 22 Jahren Witwe und blieb mit einem kleinen Kind zurück. Das zweite war bald nach der Geburt gestorben. Erstaunlich, dass Paula Thiede die Energie entwickelte, den Verein der Arbeiterinnen an Buch- und Steindruckpressen zu begründen, der dann später in einer Gewerkschaft aufging. Und Paula Thiede wurde im Alter von 28 Jahren einstimmig zur Vorsitzenden dieser Gewerkschaft gewählt, den sie dann bis zu ihrem Tod innehatte. Thiede war aktiv in Sachen Rechtsschutzberatung, Arbeitslosenunterstützung, Durchsetzung von teils beträchtlichen Lohnerhöhungen und Festlegung von verbindlichen Tarifverträgen. Und sie förderte auch, das war sehr wichtig für die Migrantinnen, die jetzt hier in diese Industriestädte kamen, den Bau von ledigen Heimen, in denen sie also eine Unterkunft fanden. Ende 1906 kam ihr Verband in Leipzig zu den ersten Tarifverhandlungen zusammen und hier sehen Sie das Abschlussfoto der Verhandlungskommission. Paula Thiede in der Mitte zwischen 3 Frauen und 16 Männern. Besonders setzte sich Thiede für eine spezifische Agitation unter Arbeiterinnen und deren Organisation in den Gewerkschaften ein. Die Gründe für eine durchaus schleppende Organisationsbereitschaft von Seiten der Arbeiterinnen war sehr häufig ein Thema in diesen freien Gewerkschaften und Paula Thiede wollte die Gründe hierfür aber sehr differenziert verstanden wissen. Nicht eine vermeintlich weibliche Disposition, wie es nämlich vielfach die Rede davon war, sondern mehrere Faktoren seien dafür verantwortlich. Zum einen
sei die gleichberechtigte Mitarbeit von Frauen in den Gremien und in der Verwaltung nötig, um weitere Frauen zur Mitgliedschaft zu animieren. Ihrer Meinung nach würden Frauen wegbrechen, wenn beispielsweise nur eine Frau im Vorstand unter lauter Männer säßen. Zum Zweiten machte sie zusammen mit ihrem Gewerkschaftskollegen Karl Egin auch den Widerstand zahlreicher Gewerkschafter gegen Frauenarbeit überhaupt verantwortlich. Paula Thiede forderte also eine sehr reflektierte Sichtweise ein, um die Ursachen mangelhafter Organisation bekämpfen zu können. Alles andere, so Thiede, sei polemisch und klischeehaft. Innerhalb der proletarischen Frauenbewegung bestand keine Einigkeit über das Vorgehen. Würde eine gesonderte Agitation der Frauen nicht von dem gemeinsamen Ziel der Arbeiterklasse, also der Lösung der sozialen Frage, ablenken? Einigkeit bestand darin, dass die Interessen der Arbeiterinnen gesondert Berücksichtigung finden müssten, auch im Rahmen der gemeinsamen Arbeiterbewegung der Männer. Die spezifische Agitation von Arbeiterinnen sollte also weiter verfolgt werden. In Berlin gründeten 7 Sozialistinnen, darunter Emma Ihrer, Ottilie Bader, eine Agitationskommission, um Arbeiterinnen über ihre Rechte aufzuklären und um sie weiterzubilden. Diese Frauenagitationskommission mündete 1904 in der Gründung eines Arbeiterinnensekretariats, das der Generalkommission der Gesamtgewerkschaften direkt zugeordnet war. Hier konnten also Arbeiterinnen mit ihren Beschwerden vorstellig werden und von hier aus ging auch die Agitation um weibliche Gewerkschaftsmitglieder aus. Ida Altmann wurde 1905 Leiterin des ersten reichsweiten Arbeiterinnensekretariats bei der Generalkommission. Sie kämpfte insbesondere gegen den Widerstand männlicher Gewerkschafter gegen spezielle Agitationsmaßnahmen für Frauen, um diese als Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen. Um also mal so einen Eindruck der internen Diskussionen zu bekommen, möchte ich einen Gewerkschaftskongress von 1905 vorstellen. Da polemisierte der Kollege Adolf Kohn vom Metallarbeiterverband: Es mag sein, dass man mich als unhöflich bezeichnet, man hat mich sogar als Weiberfeind hingestellt. Heiterkeit im Plenum, das bin ich durchaus nicht. Nochmal Heiterkeit, das Gegenteil wäre eher richtig, behauptet er, was zu großer Heiterkeit Anlass gab. Er sprach sich dann gegen die Abhaltung öffentlicher Frauenversammlungen unter Arbeiterinnen aus, denn das hieße, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen, wo ihm manche wohl recht gaben, der Zuruf sehr richtig. Aber freilich mit dieser Arbeit, die sich mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit abspielt, kann man nach außen nicht glänzen. Die Gewerkschafterinnen hatten schon lange sogenannte Werkstubenagitation betrieben. Das war also gar keine neue Form der Mitgliederwerbung und Schulung. Allerdings hielten sie auch öffentliche Versammlungen ab und sie hielten diese für unausweichlich, weil werktägige Frauen im Gegensatz zu Männern häufig isoliert und vereinzelt tätig waren. Das heißt, es wäre gar nicht möglich gewesen, diese im Einzelnen in der Heimarbeit, also individuell, aufzusuchen. Und wie erfolgreich solche außerbetrieblichen Agitationsveranstaltungen waren, mag ein Beispiel hier aus Nürnberg verdeutlichen. Else Simon, seit 16 Jahren verheiratet mit einem der führenden Gewerkschafter und linken Sozialdemokraten, lud 1902 die Genossin Luise Zietz nach Nürnberg ein, die neben Clara Zetkin die bekannteste Agitatorin der proletarischen Frauenbewegung war. Und im Arbeiterlokal Bürgersaal, das leider nicht mehr steht, in Steinbühl, hielt sie einen Vortrag über die politische Rechtlosigkeit der Frau. Die sozialistischen Agitatorinnen waren es gewohnt, aufgrund des genannten Vereinsgesetzes von der Polizei bespitzelt zu werden. Auch dieser Vortragsabend wurde fleißig von einem sogenannten Polizeikommissär überwacht, der den Verlauf des Abends aufzeichnete und seinen Bericht schließlich an die königliche Regierung von Mittelfranken weiterleitete. Also man muss eingestehen, zum Glück hat er das mitprotokolliert, deswegen haben wir heute noch Kenntnis davon. Und die geladen
Badener Referentin Luise Zietz galt als außerordentlich eindrucksvolle Rednerin. Um 8:30 Uhr abends eröffnete die Vorsitzende Simon die Veranstaltung. Also man bedenke den 11-stündigen Arbeitstag der Arbeiterinnen in der Fabrik zusätzlich zu der zu erledigenden Hausarbeit. Und sie begrüßte die anwesenden 160 Gäste, die Hälfte davon Männer. Und dann begann Referentin Zietz aus Hamburg ihren Vortrag. Durch unsere Zeit geht ein Stürmen und ein Sehnen nach völliger Entfaltung der Persönlichkeit. Von dieser Sehnsucht sind nicht nur die Männer ergriffen, sondern auch die Frau. Die Frau ist Staatsbürgerin zweiter Klasse nach jeder Richtung hin. Der Mann ist heute nicht mehr imstande, die Familie zu ernähren. Es müssen die Frauen und Mädchen auch arbeiten. Die Unternehmer begrüßen die weibliche Arbeiterschaft mit Freuden und nutzen die Bedürfnislosigkeit der Frau zur ärgsten Lohndrückerin aus. Die Lohnarbeiterinnen müssen deshalb ganz außerordentlich daran interessiert sein, wie das Koalitionsrecht, wie das Vereins- und das Versammlungsrecht aussieht, da für die Arbeiterinnen die Notwendigkeit, sich gegen die Ausbeutung zu wehren, am größten ist. Die Frauen müssen sich jederzeit an der Agitation und Organisation für die Arbeiterbewegung beteiligen. Wie der Polizeikommissär aufzeichnete, wurde der Vortrag der Rednerin mit großem Beifall aufgenommen. Zuhörerinnen aus dem Publikum bedankten sich bei der Referentin, schlugen vor, doch häufiger derartige Veranstaltungen durchzuführen. Und eine Frau Erber forderte die Anwesenden auf, sich einmütig gegen die Knechtschaft des Weibes zu erheben. Von den meisten Arbeitern, auch unter den gewerkschaftlich Organisierten, wurden Frauen als Schmutzkonkurrentinnen und Lohndrückerinnen angesehen. Täglich erfuhren die Arbeiterinnen nicht nur von den ausschließlich männlichen Aufsehern Schikanen und Erniedrigungen, so wurden die Frauen von diesen Aufsehern oft als Saubande, Schlangen oder Drachen bezeichnet. Auch Schläge und Misshandlungen waren an der Tagesordnung, sondern auch ihre Kollegen behandelten die Frauen mit Geringschätzung. Die in den Fabriken arbeitenden Männer sprechen von den weiblichen Arbeitskräften stets als von Weibern, während die Frauen und Mädchen von ihren Arbeitskollegen als von Herren sprechen. Anstatt gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu fordern, wurde diese Ungleichheit von den Männern unhinterfragt akzeptiert. Es wurde zum allgemeinen Konsens, dass die Frauen die Männer vom Arbeitsmarkt verdrängt und die Löhne ruiniert hätten. Frauen sahen sich also nicht immer veranlasst, in den männerdominierten Gewerkschaften beizutreten. So berichtete eine Papparbeiterin bei einer Versammlung hier in Nürnberg: Die Frauen sind bis jetzt den Versammlungen der Männer ferngeblieben, weil sich die Arbeiterinnen scheuen, am Abend neben dem Gehilfen zu sitzen, der sie tagsüber peinigt. Ungleich schwieriger war die Organisierung der Dienstbotinnen zu bewerkstelligen. Sie entsprachen nicht dem Bild des männlichen Subjekts aus der Arbeiterschaft, das also erstmal eine formale Ausbildung durchlief, um in der Folge in einem stabilen Arbeitsverhältnis einer ununterbrochenen Erwerbstätigkeit nachzugehen, was voraussetzte, dass der Arbeiter von jeglicher Reproduktionsarbeit befreit war. Frauen, die als Dienstbotinnen arbeiteten, lebten in sehr isolierter Lage. Ihre Tätigkeit war vielfach ungelernt und vorübergehend, weshalb die Gewerkschaften ihre reichsweite Organisierung zunächst ablehnten, was auch damit begründet wurde, dass die Dienstbotenordnung in den einzelnen Landesteilen zu unterschiedlich seien und deswegen also eine einheitliche reichsweite Vorgehensweise nicht möglich wäre. Was aber befördert wurde, waren örtliche Organisierungsversuche und Zusammenschlüsse. Eine, die sich dann mit Erfolg der Lage der Dienstbotinnen annahm, war Helene Grünberg hier in Nürnberg. Sie wurde hier zur ersten Arbeitersekretärin ernannt, ein Amt, das sie bis 1924 innehatte. Und damit war sie die erste besoldete Funktionärin eines Gewerkschaftskartells. Der Grund für die Anstellung einer Frau?
1904 waren noch nicht einmal 10% aller Industriearbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert. Und weil eine Frau als besser geeignet galt, Frauen zum Anschluss an die Gewerkschaften zu bewegen, wurde Grünberg die hauptamtliche Sekretärin für frauenspezifische Belange am Nürnberger Gewerkschaftskartell. 1906 veröffentlichte sie in der Fränkischen Tagespost folgenden Aufruf: Tragt das Evangelium der Arbeiterbewegung unter die Arbeiterinnen. Tragt unermüdlich dazu bei, dass sämtliche Arbeiterinnen sich ihrer gewerkschaftlichen Organisation anschließen. Das ist die beste Antwort, die die entmündigten Frauen und Mädchen geben können. Tatsächlich war Grünberg äußerst erfolgreich. Schon 2 Jahre nach Antritt ihres Postens hatte sich die Zahl weiblicher Gewerkschaftsmitglieder verdreifacht. Vor allem aber hatte sich Grünberg verdient gemacht, indem sie hier den Verein der Dienstmädchen, der Wasch- und Putzfrauen und der Zugeherinnen begründete. Also damals ein Massenphänomen, ja, ein Arbeitsbereich, in dem sehr, sehr viele tätig waren, dessen Vorsitz sie dann auch übernahm. Die Arbeitsbedingungen gerade der Dienstbotinnen waren oft menschenunwürdig. In dem Verein der Dienstmädchen wurden Forderungen nach einem abschließbaren Schlafraum, nach geregelter Freizeit, nach einem regulären Arbeitsvertrag erhoben. Auch Hausangestellte sollten einer einheitlichen Gewerbeordnung unterstellt werden und alle Versicherungsgesetze auch für sie gültig gemacht werden. Ihrem Einsatz war es zu verdanken, dass 4 Jahre später diesem Nürnberger Beispiel folgend auf dem Gewerkschaftskongress in Berlin 1909 doch noch ein reichsweiter Zentralverband der Hausangestellten Deutschlands begründet wurde. Die gebürtige Berlinerin Helene Grünberg wurde somit zur führenden Vertreterin der proletarischen Frauenbewegung in Nürnberg, und Clara Zetkin schrieb 1910 über sie: Von den gewerkschaftlich führenden Genossinnen seien noch die Genossinnen Luise Zietz, Paula Tiede und Ida Altmann und vor allem Genossin Grünberg erwähnt, die Arbeitersekretärin in Nürnberg ist. Genossin Grünberg gehört zu den besten Trägerinnen der Bewegung in Süddeutschland. Genossin Grünberg hat auch die erste Anregung zu einer systematischen Agitations- und Organisationsarbeit unter den Dienstboten in ganz Deutschland gegeben. Sie wurde 1919 Abgeordnete der Nationalversammlung für die MSPD, für die Mehrheitssozialdemokraten. 1924 zog sie sich wegen einer Nervenkrankheit aus dem politischen Leben zurück. 4 Jahre später wählte sie den Freitod. An dieser Stelle möchte ich hinweisen auf eine Veranstaltung, die wir am 19. März durchführen. Das ist ein Zug durch Nürnberg, Wegbereiterinnen, Wegbegleiterinnen zu Stationen der Geschichte des Feminismus hier in dieser Stadt. Und selbstverständlich werden wir auch eine Station machen hier am Gewerkschaftshaus zur Helene Grünberg, denn wie wir finden, ist es schon lange überfällig, dass dieser Gewerkschaftssekretärin hier ein Gedenkort, eine Tafel, was auch immer, gewidmet wird. Also wenn Sie sich uns anschließen wollen am 19. März um 16 Uhr, dann sehr gerne. Übrigens blieb Helene Grünberg unverheiratet. Gewerkschaftsarbeit und Ehe, das vertrug sich nur sehr schwer. Ida Altmann zog sich nach ihrer Heirat aus dem aktiven Gewerkschaftsleben zurück. Paula Tiede allerdings blieb Gewerkschafterin und Vorsitzende ihrer Gewerkschaft, als sie in zweiter Ehe nochmal heiratete. Vielleicht war sie da einfach schon alt und gestanden genug, dass sie das durchsetzen konnte. Der Erste Weltkrieg setzte notgedrungen viele Zäsuren im Leben der Einzelnen sowie in der Arbeitswelt. Gewerkschaften und Arbeitgeber verzichteten auf jegliche Arbeitskämpfe bis Kriegsende, und auch die SPD sah in diesem Krieg einen Verteidigungskrieg des deutschen Volkes. Indem die Sozialdemokratische Partei die Kriegskredite bewilligte, ermöglichte sie dann auch die Mobilmachung. Im Krieg war die Mitarbeit der Frauen unverzichtbar geworden, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und die kriegswichtige Produktion zu organisieren. Der Staat funktionalisierte also de facto Frauen der Unterschichten für die Kriegswirtschaft.
Das verstärkte Auftreten junger Frauen in den Fabriken führte in der zeitgenössischen Sicht zu der Meinung, der Krieg habe die gesellschaftliche Situation der Frauen verändert und die Hierarchien zwischen den Geschlechtern aufgehoben, zumindest vermindert. Der Krieg habe also folglich einen Emanzipationsschub gebracht. Auch in der historischen Forschung hielt sich diese Meinung lange. Tatsächlich mag ja auf der individuellen Ebene die Kriegsmobilisierung einigen wenigen Frauen neue Handlungsräume eröffnet haben. Aber zeitgleich erfuhren sie neue Belastungen und Einschränkungen. Weiterhin war ihnen keinerlei politische Partizipation möglich. Weiterhin erhielten sie keinerlei Entscheidungsgewalt. Stattdessen wurden die Kontrolle und die Aufsicht ihrer Arbeit durch die Behörden weiter ausgebaut. Quantitativ hatte zudem die außerhäusliche Arbeit von Frauen durch die Rüstungsproduktion ja gar nicht zugenommen. Frauen übernahmen jetzt zwar männliche Arbeitsbereiche, doch handelte es sich dabei nicht um die Mobilisierung bislang nicht arbeitender Frauen, sondern es waren einstige Dienstmädchen, Landarbeiterinnen, Arbeiterinnen aus der Textilindustrie, also um Frauen, die auch schon vor dem Krieg ihr Geld durch außerhäusliche Arbeit hatten verdienen müssen. Es fand somit lediglich eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Branchen statt. Die Zeitgenossen bemerkten diese Abwanderung vieler Frauen aus den traditionellen Frauenberufen vorerst nicht. Was ihnen stattdessen auffiel, war das starke Aufkommen von Frauen in bisherigen Männerdomänen. Nun machten also Frauen Arbeiten, von denen vor dem Krieg kein Mensch angenommen hätte, dass sie dazu in der Lage seien. Sie wurden Straßenbahnfahrerinnen, Briefträgerinnen, Maschinenführerinnen, Schlosserinnen. Sie arbeiteten an Bohr- und Fräsmaschinen auf Werften und im Straßenbau. Der ungewöhnliche Anblick also von Frauen in bislang nicht üblichen Arbeitsbereichen beschäftigte die Öffentlichkeit viel mehr, als dies Näherinnen, Putzfrauen oder Landarbeiterinnen getan hätte. Nach dem Krieg benannten sich die freien Gewerkschaften um in Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, ADGB. Der Nachfolger des frauenfreundlichen Karl Legien wurde der bürgerlich-traditionelle Theodor Leipart, der keine Förderung gewerkschaftlicher Frauenarbeit mehr betrieb. Nicht verwunderlich, dass in der Weimarer Republik der Anteil der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder im ADGB sank. Waren 1919 noch 21% der Mitglieder weiblich, waren es 1930 nur noch 14%. Die ausschließliche Orientierung an der Kernarbeiterschaft, die also männlich qualifiziert und mittleren Alters war, machte den Beitritt von Arbeiterinnen in die Gewerkschaften nicht eben attraktiv. Der streitbaren Ida Altmann, die der sozialistischen Emanzipationstheorie angehangen war, wonach die Befreiung der Frau durch ihre eigene wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen sei, folgte die gemäßigte und zurückhaltende Gertrud Hanna, die zwar sehr stetig und sehr verlässlich arbeitete, aber die gewerkschaftliche Frauenarbeit letztlich nicht voranbrachte. Nach dem Krieg wurden die Frauen durch die Demobilmachungsverordnung kurzerhand aus den Betrieben entlassen, weil den Kriegsteilnehmern eine ausreichende Zahl an Arbeitsplätzen gesichert sein muss. Die Demobilmachungsverordnung, die erst 1923 wieder aufgehoben wurde, war in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zustande gekommen. Das Ziel, die Männerarbeitslosigkeit zu verringern, hatte dadurch nicht erreicht werden können. Stattdessen verstärkte nun die Frauenarbeitslosigkeit die allgemeine Arbeitslosigkeit insgesamt. Es folgten große Kampagnen für das Verbot von Frauenarbeit, auch um die Betriebskrankenkassen zu entlassen, besonders in Bezug auf schwangere Arbeiterinnen. Wenn bekannt wurde, dass eine Arbeiterin schwanger wurde, wurde sie oft entlassen und das oft im Einvernehmen mit dem Betriebsrat. In manchen Betrieben forderte gar der Betriebsrat schon in vorauseilendem Gehorsam die Entlassung von Arbeiterinnen 6 Wochen nach ihrer Eheschließung.
1927 konnte ein Mutterschutzgesetz durchgesetzt werden, wonach für die Schwangere ein Kündigungsverbot 6 Wochen vor und nach der Geburt bestand. Allerdings hatte dieses Gesetz so viele Lücken, dass insbesondere unverheiratete, schwangere Arbeiterinnen von den Unternehmern trotzdem entlassen wurden. Erklärbar wird nun, weshalb die Zahl der Abtreibungen in der Weimarer Republik in die Höhe schnellte. Außerdem war das Arbeitslosengeld für Frauen wesentlich niedriger als das für Männer. Ja, und Sie sehen hier eine Arbeitslosenschlange, also ein übliches Bild in der ausgehenden Weimarer Republik aus Hannover von 1932. Man sieht hier an der Lagerhauswand noch die Schrift Welt Hitler, daneben ein Hakenkreuz. Das war also möglicherweise ein Graffiti noch aus einem vorangegangenen Wahlkampf. Interessant für unseren Kontext ist es nun, danach zu fragen, was man hier nicht sehen kann. Und ich habe es mir wirklich im Detail angeschaut, nämlich arbeitslose Frauen. Wir schreiben das Jahr 1932. Der Staat in Zeiten der Krise spart an Sozialausgaben, weshalb der Kreis der an Arbeitslosengeld Berechtigten kurzerhand eingeschränkt wurde. Beschäftigte unter 30 Wochenarbeitsstunden will heißen, Frauen mit Kindern oder mit Angehörigen in der Pflege fielen automatisch aus der Arbeitslosenversicherung heraus, sodass Putz- und Waschfrauen, Saison- und Kurzarbeiterinnen gar nichts erhielten. Des Weiteren wurde der Anteil arbeitender Frauen, die verheiratet waren und bislang noch Anrecht auf Arbeitslosengeld gehabt hatten, drastisch reduziert. Er sank von 46% auf gut 13%. Das Arbeitslosengeld eines Mannes sollte nun für das gesamte Paar oder sogar für eine Familie mit Kindern ausreichen. Die Frau wurde als Doppelverdienerin diffamiert. Zwar hatten sowohl die SPD als auch die Freien Gewerkschaften das Recht der Frauen auf Arbeit und auf Gleichberechtigung in ihr Programm mit aufgenommen, aber zwischen den Ansprüchen und zwischen der Reichsverfassung auf der einen Seite und der Rechtswirklichkeit und dem Arbeitsalltag auf der anderen Seite bestand also eine ungeheuer große Diskrepanz. Insbesondere in der Textilindustrie waren die Arbeitsverhältnisse extrem schlecht. 1928 stellte der Textilarbeiterverband auf dem reichsweiten Gewerkschaftskongress des ADGB einen Antrag auf verbesserten Mutterschutz, auf Lohngleichheit mit den Männern und die Streichung der Lohnkategorie Arbeiterin. Insbesondere der letzte Antragspunkt wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass die Arbeiterin doch nicht die volle Arbeitskraft des Mannes erreicht und dass sie im Tarifvertrag mit einem geringeren Lohn eingesetzt ist, wodurch dieser Leistungsunterschied zum Ausdruck kommt. Das ist eben die Verwirklichung des Prinzips gleicher Lohn für gleiche Leistung. Im Zuge dessen, dass ich mir dachte, ich muss diesen Vortrag kürzen, dachte ich, ich mache das weg. Das ist ja jetzt wieder eine Einzelgewerkschaft, aber das ist so wichtig, auch im Hinblick auf die Kämpfe, die dann in den 70ern, 80ern wieder geführt worden sind. Deswegen dachte ich mir, nein, diesen Antrag von 1928, von dem soll man also etwas erfahren. Mit der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 wurden die Gewerkschaften zerschlagen, die Gewerkschaftshäuser besetzt und das Vermögen eingezogen. Der ADGB unter Theodor Leipart hatte seine Mitglieder nicht zum offenen Widerstand gegen die Nazis aufgerufen. Vielmehr hatte die Verbandsführung die Verständigung mit dem Staat gesucht. Durch Entpolitisierung des Verbandes hatte man gehofft, ein Verbot abwenden zu können. Zum 1. Mai 1933 forderte der ADGB seine Mitglieder dazu auf, bei dem nun nationalsozialistisch besetzten 1. Mai mitzuwirken, von den Nazis als Tag der nationalen Arbeit betitelt. Als Hitler den 1. Mai zum bezahlten Nationalfeiertag machte, da glaubte die Gewerkschaftsführung, ihr bleibe nun gar nichts anderes übrig, als ihre Mitglieder zur Teilnahme aufzurufen. So standen denn am Abend des 1. Mai 1933 auf dem Tempelhofer Feld unter den braunen und schwarzen Marschblocks der Parteiarmeen SA und SS auch etliche alte Gewerkschafter, erfahrene Funktionäre der Arbeiterbewegung. Behaglich war ihnen nicht zumute, aber sie meinten, aus Hitlers Rede doch noch einige Hoffnung schöpfen zu können. Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt, ein Satz: Ehret die Arbeit und achtet den
Anpassungsbestrebungen des Gewerkschaftsbundes waren bekanntlich umsonst. Doch unabhängig von dieser Anpassungspolitik beteiligten sich viele Gewerkschaftsmitglieder, Haupt- wie ehrenamtliche Funktionäre, am Widerstand und an illegalen Aktivitäten gegen die Nazis. Das oppositionelle Bewusstsein, das war also erhalten geblieben. Auch zahlreiche Gewerkschafterinnen fanden sich unter den Verfolgten des Naziregimes. Viele erlitten Haftstrafen und wurden nach ihrer Haftentlassung wiederum in Schutzhaft genommen oder in ein Konzentrationslager verbracht, wo sie das gleiche Schicksal wie ihre männlichen Kollegen erleiden mussten. Besonders hart von den Verfolgungen betroffen waren kommunistische Gewerkschafterinnen, die außerordentlich hohe Haftstrafen erhielten. Beispielsweise Martha Arendtsee, sie war eine prominente kommunistische Sozialpolitikerin in der Weimarer Republik gewesen und somit sofort ins Visier der Nazis geraten. Gleich im April 1933 ist sie für einige Monate in Schutzhaft gekommen. 1934 gelang ihr die Flucht nach Moskau, um einer Inhaftierung zuvorzukommen, ging schätzungsweise jede fünfte Gewerkschafterin ins Exil, also beispielsweise auch nach Schweden. Ja, der Widerstand der Gewerkschafterinnen bestand häufig in unspektakulärer Organisationsarbeit, die gleichwohl sehr wichtig war für die Aufrechterhaltung von Verbindungen und Kommunikationswegen. Konnten jetzt hier nur beispielhaft wirklich drei herausgegriffen werden. Das Thema würde einen eigenen Vortrag verdienen. Deswegen habe ich also einfach mal die Namen der Gewerkschafterinnen aufgelistet, die im Widerstand in irgendeiner Art und Weise tätig waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden sich die Überlebenden zur Neugründung von Gewerkschaften zusammen. Und dafür war erforderlich zunächst die Genehmigung der jeweiligen alliierten Militärregierung. Der DGB wurde 1949 gegründet, ohne dass ein Zusammenschluss mit dem FDGB möglich gewesen wäre. In den westlichen Zonen wurden von den Frauen spezielle Frauenausschüsse gebildet, die regelmäßige Frauenkonferenzen durchführten. 1949 fand die erste trizonale Frauenkonferenz statt, die sich für die Einführung des Artikel 3 im Grundgesetz Frauen und Männer sind gleichberechtigt einsetzte. Grundlegend also für das gewerkschaftliche Selbstverständnis war die Forderung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Die DGB-Frauen sollten die staatlichen und rechtlichen Strukturen mitentwickeln und am Neuaufbau des Sozialsystems beteiligt sein. Und hier sieht man einige Diskutantinnen des ersten Bundesfrauenkongresses der DGB-Frauen dann nach Gründung der Bundesrepublik. Als weibliches DGB-Vorstandsmitglied wurde die CSU-Gewerkschafterin Thea Harmuth gewählt, wofür sich die männlichen Gewerkschafter und Delegierten um Hans Böckler entschieden hatten. Bis 1989 blieb die Frauenpolitik des DGB von der CDU geprägt. Nach dem frühen Tod der Vorsitzenden 1956 machten die DGB-Frauen einen erneuten Anlauf, eine SPD-Frau als stellvertretende Vorsitzende zu platzieren. Doch wieder kam es zur Wahl einer Frau aus dem CDA-Lager, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Maria Weber. Sie allerdings erfuhr als profilierte und engagierte Vorstandsfrau parteiübergreifende Wertschätzung. Leiterin einer Frauenabteilung oder Vorstandsfrau im DGB für die Frauenarbeit zu werden, bedeutete natürlich einen enormen Aufstieg. Das erforderte aber natürlich auch einen enormen Arbeitseinsatz. Aber es eröffneten auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also DGB-Vorstandsfrau zu sein und zuständig für die Frauenarbeit, das war schon eine Schlüsselstellung in der Gewerkschaft, in der Gesellschaft. Nicht nur in der Gewerkschaft, sondern tatsächlich in der Gesellschaft. Obwohl die Gewerkschafterinnen damals noch nicht mit dem Begriff der Quote arbeiteten, kämpften sie doch dafür, dass mindestens eine Frau in jedem Vorstand saß. Immer aber waren es zu wenige Vorstandsmitglieder im Verhältnis zur Zahl der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder. Erst im Jahr 1990 entsprachen die weiblichen Delegierten auf dem DGB-Kongress der Zahl ihrer weiblichen Gewerkschaftsmitglieder. Es brauchte also sehr viel Energie zur Erreichung innergewerkschaftlicher Gleichstellung.
Da die hauptamtlichen Funktionärinnen in der Anfangszeit des Wiederaufbaus der Gewerkschaften ja noch nicht ausreichend waren, wurden von den Frauenausschüssen Fortbildungen für Arbeitnehmerinnen in der Gewerkschaftsarbeit organisiert. Frauen wurden jetzt also erstmal ausgebildet in Sachen Tarifverhandlungen, die Organisation von Betriebsratswahlen und für die Tätigkeit in den Selbstverwaltungsgremien, ja, und auch darin, wie man so einen Streik organisiert. Auch in Bayern bot die Mädchenarbeit des DGB-Frauensekretariats. Das ist doch ein tolles Bild, oder? Ja, das ist hier irgendwo in Bayern. Ich hab's versäumt. Ja, also schon irgendwo. Ich hab's versäumt. Ich kann es aber nachschauen. Ja, auch hier in Bayern bot die Mädchenarbeit des DGB-Frauensekretariats ab Ende der 50er Jahre 14-tägige Ferienkurse für junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren an, die aus den Einzelgewerkschaften dann kamen. Also IG Metall, IG Chemie, Papier, Keramik, Gewerkschaft, Handelbanken und Versicherungen waren vertreten. Und in einem Bericht einer Teilnehmerin Anfang der 1960er Jahre hieß es, zur Nachhaltigkeit mussten sie also immer Tagebucheinträge verfassen. Der Kampf gegen die sogenannten Doppelverdiener, da heißt es so, richtet sich ausschließlich gegen Frauen in abhängiger Arbeit, die also als Arbeiterinnen, Angestellte oder Beamtinnen tätig sind. In Wirklichkeit sind Doppelverdiener Menschen mit mehr als einem Einkommen. Verheiratete Frauen haben zwar zwei Tätigkeiten, den Haushalt und den Beruf, aber nur ein Einkommen. Die meisten Frauen arbeiten, weil sie das Geld brauchen. Ist doch sehr klarsichtig, ja? Weitere Themen der Schulung zur Qualifizierung für die Gewerkschaftsarbeit waren Gewerkschaftsgeschichte, waren Gleichberechtigung, Arbeitsrecht, Familien- und Verbraucherrecht, Mutter- und Arbeitsschutz, allgemeine Politik und auch gesellschaftliche Themen. In Sachen Arbeitsschutz herrschte Uneinigkeit. International fanden die DGB-Frauen keinen Zuspruch. In anderen Ländern gab es keinen gesonderten Frauenarbeitsschutz. In der BRD wurde erst Mitte der 80er Jahre dieser Frauenarbeitsschutz gelockert und nun öffneten sich auch neue Berufe für Frauen wie Busfahrerin, Bahnschaffnerin, Schornsteinfegerin, Rohrlegerin, Bauschreinerin, Elektroinstallateurin und so weiter. Aber nochmal zu den 60er Jahren. Hier wurde nämlich die geschlechtsspezifische Beschäftigungslage umgeschichtet. Die Zahl der Beschäftigten im primären und sekundären Sektor ging zurück zugunsten des tertiären Bereichs der Dienstleistung. Und diese Umschichtung betraf hauptsächlich die weiblichen Beschäftigten. Das war aber auch eine Möglichkeit zur Verbesserung der Beschäftigtensituation von Frauen. Nur noch 58% statt wie bislang 77% arbeiteten in dem Dienstleistungsbereich in den unteren Positionen, während Arbeiterinnen noch zu 94% nur in un- und angelehnten Beschäftigungsverhältnissen tätig waren. Bei wirtschaftlichen Krisen waren dann eben auch diese un- und angelernten Arbeiterinnen besonders von Entlassungen bedroht. Eine wichtige Arbeit der ersten stellvertretenden Vorsitzenden Weber zusammen mit anderen Gewerkschafterinnen, also zu nennen ist jetzt hier nur Anke Fuchs von der IG Metall, war der Einsatz für die Anpassung des bürgerlichen Gesetzbuches an das Grundgesetz 1977. Erst jetzt war es den Frauen regulär gestattet, eigenständig eine Berufstätigkeit aufzunehmen, ihren Wohnort auch unabhängig ihres Mannes wählen zu dürfen. Jetzt erst durften sie ein eigenes Bankkonto eröffnen und Kredite aufnehmen. Eigentlich wäre der Gesetzgeber verpflichtet, alle diesbezüglichen Gesetze nach dem Grundgesetz auch im bürgerlichen Gesetzbuch bis 1953 zu verändern. Aber ohne den Druck von Frauen veränderte sich eben erstmal nichts, obwohl dieser Zustand einem Verfassungsbruch gleichkam. Ein Jahr zuvor, bevor Frauen also das erreicht hatten, 1976, war Maria Weber für die neue feministische Zeitschrift Courage interviewt worden. Gegen die allgemein verbreitete These, dass die Frauen selbst schuld seien, wenn sie beruflich, politisch und gewerkschaftlich nicht weiterkämen, setzte sich Maria Weber zur Wehr.
Da geht Ihnen, wenn Sie das 25 Jahre betreiben, die Galle hoch. Das muss ich Ihnen sagen. Jeder von uns weiß doch, dass diese Vereinbarkeit von Familie, Politik und Beruf gar nicht so schnell machbar ist. Was will denn die Frau machen? Die kann ja gar nicht auf die Delegiertenversammlung auf der untersten Ebene der Parteien gehen, weil sie auf die Kinder aufpassen muss. Das nimmt der Mann als selbstverständlich an, wenn beide Parteimitglieder sind, dass er dann in die Versammlung geht und nicht seine Frau. Die bleibt dann bei den Kindern. Und dann spricht man hier von Chancengleichheit. Da müssen erstmal eine ganze Menge Veränderungen geschaffen werden, dass Frauen wirklich gleiche Chancen haben. Dass einmal auch der Mann im Haushalt mithilft. Das ist schon eine ziemliche Unverfrorenheit zu sagen, dass die gleichen Chancen vorliegen. Um Familie, Berufstätigkeit und möglicherweise noch andere Interessen unter einen Hut zu bringen, wurde Teilzeitarbeit für Frauen sehr beliebt. Für Gewerkschafterinnen war Teilzeit dagegen lediglich eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich. Mit Chancengleichheit habe dies nichts zu tun. Doch noch immer waren Ganztagseinrichtungen für Kinder in der BRD eine Seltenheit. Und als Anfang der 70er Jahre die Arbeitslosigkeit anstieg, machten Frauen zwar 37% der Gesamtbeschäftigten aus, aber ihr Anteil an den Arbeitslosen lag über 50%. Und außerdem gab es sehr viele verdeckte arbeitslose Frauen, die gar nicht erst auf Arbeitssuche gingen, weil sie sich ohnehin keine Chance auf dem Arbeitsmarkt ausrechneten. Unter der Regierung Schmidt wurde 1979 der Mutterschaftsurlaub eingeführt, mit Mutterschaftsurlaubsgeld ab der sechsten Woche für ein halbes Jahr. Die Hälfte der gewordenen Mütter kehrte nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurück, eben weil sie keine Möglichkeit hatten, ihre Kinder dann unterzubringen. Zwar war zu jener Zeit auch schon von einer Elternzeit die Rede, aber es waren nur die wenigsten Männer bereit, zu dem, dass sie das höhere Einkommen hatten, was die Familien eben benötigten. Trotz aller Rückschläge resignierten die Gewerkschafterinnen nicht, so Maria Weber. Das Gegenteil ist der Fall. Viele von uns strampeln sich 25, 30 Jahre lang mit den Problemen ab. Ich möchte mal den Mann sehen, der nach so vielen negativen Erlebnissen, wie sie ein Großteil der politisch engagierten Frauen auch in unserem gewerkschaftlichen Bereich hat, dass der das durchhält. Da möchte ich mal sehen, ob wir genauso viele Männer haben, die da so tatkräftig sind und so wenig resignieren. In den 70er Jahren stieg die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder und der DGB war ebenso in allgemeinpolitischen Fragen in der Öffentlichkeit präsent, so in der Antikriegsbewegung, ebenso wie natürlich die Einzelgewerkschaften wie hier die Druck und Papier. Das ist jetzt schon die Gisela Kessler. Ich habe es nämlich nicht dazu geschrieben, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber ihr werdet sie jetzt noch häufiger sehen. Genau. Der Gesamt-DGB beteiligte sich am Protest gegen die Notstandsgesetze. Gewerkschaftsmitglieder waren aktiv in Sachen Anti-Atom-Bewegung, dem Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung der Pershing-2-Raketen. Man ging gemeinsam auf Demos, man protestierte gegen die Medienmacht des Springer-Konzerns und in den 80er Jahren zeigten insbesondere die IG Metall-Frauen Engagement für Frieden und Abrüstung, indem sie die Unterzeichnung des Krefelder Appells forderten. Und das beförderte insgesamt die Kontakte zwischen Gewerkschaften und der Friedensbewegung. Frauenpolitisch blieb der Kampf gegen den Paragraphen 218 vorherrschend, wobei der Frauenausschuss des DGB hier gespalten war. Für die Katholikin Maria Weber war Abtreibung eine Gewissensfrage, die nicht auf Kongressen zum Thema gemacht werden sollte. Dennoch blieb die ersatzlose Streichung, die Fristenregelung und die Indikationslösung Themen auf den DGB-Kongressen und im DGB-Frauenausschuss. Als Anfang der 70er Jahre dann die autonome Frauenbewegung auf den Plan trat, da nahmen die gestandenen Gewerkschaftsfrauen diese sehr medienwirksamen, sehr lose organisierten jungen Frauen interessiert zur Kenntnis. Es kam zu Kontaktaufnahmen und zu punktuellen Zusammenarbeit auf Ortsebene. Die Kritik von Seiten der Frauenbewegung an dem sogenannten Arbeitnehmerpatriarchat der Gewerkschaften richtete sich gegen die gewerkschaftlichen Strukturen, die als Männergewerkschaft verstanden wurden. Nach Ansicht vieler Gewerkschafterinnen verstanden diese Feministinnen zunächst noch nicht viel von Politik. Doch sie legten Missstände und Defizite offen, was die Gewerkschafterinnen aufgriffen.
wie Gewalt gegen Frauen und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In anderen Fällen waren es wiederum explizit die Gewerkschaften mit ihren frauenpolitischen Forderungen, die als erste Frauenthemen ansprachen. Aber die Erfolge wurden nicht medienwirksam an die Öffentlichkeit gebracht. Antragskonvolute, die durch mehrere Instanzen erstmal gejagt werden und dann zur Entscheidung gebracht werden können, blieben von der Öffentlichkeit meist unbemerkt. Eine Kluft zwischen den Gewerkschafterinnen und den Feministinnen der neuen Generation bestand sicherlich auch in der unterschiedlichen Sozialisation. Für Eva Kaiser von der IG Chemie, die sich selbst eher in der Tradition der proletarischen Frauenbewegung verortete, war es die ungleiche Klassenzugehörigkeit. Sie hatte keine Berührungsängste mit der autonomen Frauenbewegung. Zitat: "Nur manchmal habe ich gedacht, das sind alles verwöhnte Töchterchen, die alle ein Elternhaus hatten, wo sie kulturelle Bildung kriegten. Wir hatten das alle nicht." Gisela Kessler von der IG Druck und Papier und KPD-Mitglied formulierte auf die Frage nach dem Feminismus Folgendes. Es gibt nämlich ein einstündiges Interview, ich weiß nicht, wer von euch dieses kennt, das mir der Frank dankenswerterweise zurechtgeschnitten hat. Und daraus möchte ich euch jetzt einige Sequenzen vorstellen. Und Kessler, sind Sie Feministin? Ja. Ja. Jetzt geht's aber hier los. Ich bin feministische Marxistin oder Klassenfeministin. Das heißt, mein Engagement geht vor allen Dingen über den auch ökonomischen Bereich. Also Frauen in der Arbeitswelt. Und das ist dann doch, glaube ich, eine andere Bezeichnung wert. Und heute, notwendiger denn je, wenn wir an die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse denken, zum Beispiel. Eine positive Konsequenz aus der Debatte über die neue Frauenbewegung war, dass von Seiten des Gesamt-DGB die Frauenpolitik mehr Unterstützung erhielt, um den Eindruck eben zu widerlegen, die Gewerkschaften wären frauenfeindlich. Wie Gisela Kessler Anfang der 80er feststellte, wurde nun anerkannt, dass Gewerkschaftsfrauen konkrete politische Forderungen stellten, die nicht allein nur im reformistischen Ansatz stecken blieben. Die Erwerbstätigkeit von Frauen sei aufgrund dessen in der Öffentlichkeit und in der Gewerkschaft neu bewertet worden. Die Arbeit sei für das weibliche Selbstwertgefühl bedeutsam, als solches auch erkannt worden, und das Bild der Frau als Doppel- und Zuverdienerin habe korrigiert werden können. Dass der Ruf der Gewerkschaftsfrauen mittlerweile als aufmüpfig, kontrovers, fantasievoll und vorwärtstreibend galt, das freute Gisela Kessler sehr. Vielen ist Gisela Kessler bekannt durch den Prozess der Heinze-Frauen vor dem Bundesarbeitsgericht, den ich hiermit abschließend nochmal in Erinnerung rufen möchte. Welchen Bekanntheitsgrad die Frauen aus Gelsenkirchen erreichten, macht Gisela Kessler selbst deutlich. Ja, in dieser Zeit als Frauensekretärin organisierten Sie die Solidaritätsbewegung mit den Heinze-Frauen und ihren Kampf um gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es ist ja heute nicht mehr so bekannt. Worum ging es damals? Was war da das Hauptproblem? Also mit bekannt, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich werde heute noch eingeladen, über die Frage zu diskutieren, wie habt ihr denn das damals gemacht? Es ist schon sehr bekannt. Also das zeigt sich daran, wenn ich damit anfangen soll, das zeigt sich daran, dass es im Deutsch-Historischen Museum eine kleine Vitrine mit einer Ausstellung über die Heinze-Frauen gibt. Also karikierend gesagt, von den Germanen bis zur Heinze-Frau. Ja, eigentlich war die Frage nach gleichem Lohn für Frauen und Männer bereits bei der Gründung der Europäischen Union in den römischen Verträgen 1957 geklärt worden. Da heißt es nämlich: "Jeder Mitgliedsstaat wird den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit anwenden."
damit beabsichtigt, und das ist eigentlich das Perfide an der Sache, damit beabsichtigt gewesen war nicht eine Gleichstellung der Frauen mit den Männern. Vielmehr ging es um die Wettbewerbsmöglichkeiten unter den Mitgliedsländern. Kein Land sollte sich durch Frauenbilligstlöhne einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen Land verschaffen können. Das war also der Hintergrund. Trotzdem nutzten natürlich Frauen dieses Gesetz schließlich für sich, und der erste Frauenstreik, der sich auf diese römischen Verträge berief, fand 1966 in Belgien statt. Dieser und folgende Prozesse stießen die Diskussion um gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der Öffentlichkeit an. Und Anfang der 70er Jahre begann die IG Druck und Papier mit der Aktion Gerechte Eingruppierung. Ja, ganz so einfach geht es doch nicht, wie ich sehe. Und jetzt. Das hatte was damit zu tun, weil dort der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit sozusagen am unmittelbaren aufeinander trifft, sollten die Probleme der Kolleginnen auch an diesem Ort insbesondere aufgegriffen werden. Das ist Aufgabe der Gewerkschaften, klar. Also es geht bei Frauen nicht nur um Gesetzesmaßnahmen und sowas, sondern auch aus dem unmittelbaren Erleben und Alltag heraus. Da ich ja aus dem Arbeitsrecht kam und zunächst über Frauen gar nicht doll Bescheid wusste, ich hatte noch nicht mal das Standardwerk von Bebel, die Frauen der Sozialismus, gelesen, habe ich gestartet, in den Betrieben eine aktiongerechte Eingruppierung. Und ich muss, für die Frauen. Und ich muss sagen, dass auch die Kollegen Männer da eifrig mitgemischt haben und uns unterstützt haben. Insoweit war ich, das will ich dazu sagen, in Hunderten von Betriebsversammlungen, um diese Frage sozusagen voranzubringen. Zu den Männern haben wir gesagt, kommt her und kämpft mit uns für euch. Also nicht Kontramänner, sondern auffordern zum gemeinsamen Kampf. Das ist bei Gewerkschaften so, wir sprechen uns ja nicht selbst. Oder wir haben gesagt, heute wir, morgen ihr. Diese Aktion Gerechte Eingruppierung war also tatsächlich von Erfolg gekrönt. Mit der Durchsetzung detaillierter Eingruppierungskriterien konnten bis 1979 tausende Frauen höher eingruppiert werden. Dies erschwerte es den privaten und den öffentlichen Arbeitgebern, Frauen im Lohn zu diskriminieren. Der Abstand zwischen Frauen- und Männerlohn wurde dadurch zumindest verringert. Von diesen und anderen Kämpfen also bestärkt, begann der Kampf um gleichen Lohn der 29 Einzelfrauen, der von 79 bis 81 andauerte. Wie andernorts wurde auch in der Belegschaft von Heinze nicht über das Gehalt oder den Lohn gesprochen. Somit wussten die Frauen nicht, dass die Männer 7,50 Mark erhielten pro Stunde, während sie mit nur 6 Mark abgespeist wurden. Eine der Heinze-Frauen sagte dazu: Mit Geheimniskrämerei waren wir in das Licht geführt worden und die Firmenleitung hat versucht, den Betriebsrat als unseren Interessenvertreter zu übergehen. Der höhere Männerlohn ergab sich aus einer nicht sachlich begründbaren Arbeitsmarktzulage. Diese diente als finanzieller Anreiz für die Männer, da diese für die niedrigen Frauenlöhne, Zitat, nicht zu haben sind, wie die Geschäftsleitung mündlich den Frauen erklärte. Gisela Kessler berichtet über die ersten Kontakte mit den Heinze-Frauen und den Prozess 1979, den die Frauen dann in erster Instanz auch gewannen. Ach, so geht's nicht, halt doch. Ich war in einer Betriebsversammlung in Gelsenkirchen, in diesem Labor da von Heinze, und habe die Lohnfrage angesprochen. Dann hat es bei denen sozusagen gezündet. Es war dort nicht bekannt, wer welchen Lohn kriegt. Also Männer und Frauen, es war nicht bekannt und nicht klar. Und ein Kollege hat nach meinem Referat sozusagen oder auch durch Unterstützung des Betriebsrats seinen Lohnstreifen in der Dunkelkammer liegen lassen. Und dann lag es auf dem Tisch, dass die Frauen im Lohn diskriminiert sind. Und dann haben wir gesagt, also jetzt gehen wir vor das Arbeitsgericht, nach Verhandlungen und so. Jetzt gehen wir vor das Arbeitsgericht. Und da gab es vorher schon einen Aufruf von der Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, die nach einer Leichtlohnfrau gesucht hat, um eine Klage durchzuführen.
Das war nicht unser Weg, weil wir meinen, Lohnfragen durch individuelle, also Einzelinitiativen regeln zu wollen, entkleidet die Lohnfrage der gesellschaftlichen Machtfrage. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen ein Kollektiv zusammenstellen und haben aus Heinze 29 Frauen zusammengebracht, die gemeinsam geklagt haben, haben schon in der ersten Instanz den Gerichtssaal gefüllt und da gab es schon ein großes Theater, besonders nachdem sie gewonnen haben, vor der ersten Instanz. Dann haben wir sie an einem Wochenende zusammengeholt und erzählen lassen, aber immer auch aus dem Reproduktionsbereich, also aus dem Leben, nicht nur Arbeit. Und daraus ist ein Buch entstanden, Wir wollen gleiche Löhne bei Rowohlt. Und sie haben mit uns zusammen ein Lied getextet und es hieß, keiner schiebt uns weg. Und dann kam die zweite Instanz und da haben wir verloren. Und als dieses Urteil dann verkündet worden ist, also Klage abgewiesen, da haben die Menschen, die da im Gerichtssaal waren, angehoben zu singen und jetzt fahren wir nach Kassel, keiner schiebt uns weg. Also so war die Stimmung. Seht ihr hier alle das Enkelkind, der hier mit hoch genug zu bewerten? Sie brauchten ja das Einkommen ihrer Arbeit und haben sich aber trotzdem gegen diese Ungleichbehandlung zur Wehr gesetzt, ohne zu wissen, wie das Ganze ja letztendlich für sie ausgehen würde. Nach dem ersten Erfolg der Heinze-Frauen strukturierte der Arbeitgeber die Arbeit kurzerhand um, weil dadurch nur noch Männer die Maschinen bedienten, meinte er, deren Besserbezahlung rechtfertigen zu können. In zweiter Instanz entschied dann das Landesarbeitsgericht Hamm gegen die 29 Frauen, doch die Heinze-Frauen machten weiter. Und was der eigentliche Erfolg dieses Unternehmens war, das macht Gisela Kessler abschließend nochmal deutlich, was für sie auch die Bedeutung ausmachte. Und wie ist es dann ausgegangen? Ja, das ist also, es ging mir persönlich, ja, im Grunde genommen natürlich auch um den Prozessausgang. Na klar, wer will nicht gewinnen, wer der vor Gericht geht. Aber mir ging es vor allen Dingen um die Bewusstseinsentwicklung. Die Lohngleichheitsfrage auch ins Zentrum der Bundesrepublik zu rücken. Und insoweit war diese Sache vor den Gerichten auch und vor allem eine Mobilisierungsangelegenheit. Das heißt, die Frauenausschüsse aus allen Teilen der Republik haben Solidaritätsadressen, Unterschriften gesammelt und so weiter. Und da gab es also vor dem 9. September, da ist das Urteil verkündet worden, am 6. September in Kassel in der Eissporthalle eine ganz große Veranstaltung mit 7000 Menschen aus allen Teilen der Bundesrepublik, aus allen Gewerkschaften, aus allen Fraueninitiativen. Wir waren überall, wir haben alle Möglichkeiten genutzt. Ich war auch beim Evangelischen Kirchentag. Und wir haben dort die Klagen der Heinze-Frauen in den Vordergrund gerückt. Und anschließend gab es dann nach der Veranstaltung, gab es dann einen Demonstrationszug kilometerlang. Und wir haben als Erste damals rote Luftballons in den Himmel fliegen lassen. Und dann kam der Urteilstag, also der Gerichtstag am 9. September. Und dann war natürlich die Freude riesengroß, als wir den Prozess gewonnen haben. Ich kann dir nicht sagen, ob überhaupt eine Zeitung in der Bundesrepublik von dieser Sache nichts berichtet hat. Es war Aufmacher bei der Tagesschau. Es war der Leitartikel der Frankfurter Rundschau. Der Kanzler Brandt hat gratuliert und Glückwunschbriefe, also man hätte Waschkörbe füllen können. Und dann haben viele Frauen noch nachgezogen aus anderen Gewerkschaften. Ja, die Heinze-Frauen waren also zum Symbol für erfolgreiche Frauenarbeitskämpfe geworden.
deren Erfolge tausende Frauen in gleicher Situation zugute kommen konnte. De facto kam es nun auch zu weiteren Arbeitskämpfen für Frauen, beispielsweise bei Adler und bei die Bona. Die Zahlen weiblicher Gewerkschaftsmitglieder stiegen überproportional an und Frauen zeigten auch eine steigende Bereitschaft, Funktionen als Betriebsräte oder als Vertrauensleute zu übernehmen. Ja, und hier möchte ich jetzt, wie angekündigt, das Referat enden lassen und ziehe ein ganz kurzes Resümee. Die gewerkschaftliche Frauenarbeit, das ist mir bewusst geworden, auch hier bei der Beschäftigung, ermöglichte es Arbeiterinnen und Angestellten, eine berufliche Laufbahn und einen gesellschaftlichen Aufstieg zu erleben, wie es Frauen dieser Klasse weder im Kaiserreich noch in der Weimarer Republik und auch nicht in der Bundesrepublik in anderen Arbeitszusammenhängen je möglich war. Die Gewerkschaften übernahmen die Ausbildung der gewerkschaftlichen Funktionen, die auszuüben waren, was im Grunde genommen einem Studium entsprach. Die Funktionärinnen entwickelten daraus Kompetenzen und Fähigkeiten, die einer Schneiderin oder einer Laborantin nicht zugestanden worden wären. Ihre Arbeitsfelder erstreckten sich und erstrecken sich, aber das wisst ihr besser als ich, auf Betriebsratsarbeit, auf Arbeitskämpfe, Tarifverhandlungen, Rechtsvertretungen und Funktionen in Aufsichtsräten auf Arbeitnehmerseite. Gewerkschaftsfrauen stellen eine Lobby dar für die berufliche Gleichstellung von Frauen, für die gleiche Bezahlung, für die eigene Rente. Gewerkschaftsfrauen übernehmen die Vertretung für Frauen vor der Bundesregierung, vor den Arbeits- und Sozialgerichten, vor der Bundesanstalt für Arbeit, vor der Rentenkasse, den Berufsgenossenschaften und den Arbeitgebern. Sibylle Plockstedt, die sich also maßgeblich geforscht hat über die Arbeit von DGB-Frauen nach 45, ist deshalb zuzustimmen, wenn sie bilanziert. Umso verwunderlicher ist es, dass die Bedeutung von Gewerkschaftsfrauen bis heute von den Medien nicht erkannt ist, und das verwundert mich auch. Ja, vielen Dank.